Schön, Gennaro, ich glaube, wir haben alles, eh? Aber musst du keine Angst haben vor dem Rhabarber. Geben wir ein paar Erdbeeren dazu und dann schmeckt das super, wirst du sehen, eh? Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video von Lorenzos Küchengerüchte. Es ist der Frühling und ich möchte etwas machen mit den Sachen von dem Frühling und deswegen machen wir heute einen Topfensmaden mit den Rhabarber und den Erdbeeren. Zeige ich euch sofort, was man dazu braucht. Brauchen wir den Rhabarber, eine Handvoll Erdbeeren, brauchen wir Milch, Butter, Zucker, Mehl, natürlich den Topfen, Vanillezucker und Eier. So, das sind die Zutaten für heute und legen wir sofort los. Viele Leute kochen nicht oft mit ihrer Rhabarber, aber ihr müsst keine Angst haben davor. Und deshalb machen wir heute einen Topfensmaden mit ihrer Rhabarber und die Erdbeeren. Legen wir los! Als erstes kochen wir die Milch und ein Stück von der Butter auf. Dazu machen wir wieder Strom in die Heizung, schütten die Milch in den Topf und geben ca. ein Drittel von der Butter zu der Milch. Das muss jetzt einmal aufkochen. In der Zwischenzeit schälen wir den Rhabarber und schneiden ihn klein. Nehmen wir den Rhabarber und schneiden ihn ein Stück weit ein. Knicken ihn auf der Rückseite. Und dann können wir ihn schön abziehen. Das sehen wir hier oben. Knicken das wieder um und ziehen das alles weg. So, die Milch schon an die Aufkochen. Okay, nehmen wir das schon zur Seite. Die nehmen wir mit dem Messer. Könnt ihr auch probieren mit den Kartoffel-Schälapparaten, aber das geht nicht so gut. Dann machen wir das vielleicht so. Schneidet ihr ihn in fingerdicke Portionen. Dann geben wir das zur Seite, holen uns eine Schüssel, geben die Milch mit der Butter da hinein und in die Milch kommt jetzt das Mehl, 70 Gramm von dem Zucker, Topfen und 2 Eigelb. Dann mache ich gleich auch die dritte Ei, weil wir brauchen 3 Eiweiß. Und verwenden die Eigelb für eine andere Sache. In der Zwischenzeit nehmen wir eine Kasserolle, erhitzen die Platte auf geringe bis mittlere Hitze, geben den Butter hinzu, geben den Rhabarber hinein und geben etwas Zucker. Wir lassen das jetzt auf niedriger Stufe dunsten, machen wir aber keine Kompott, sondern es kann ruhig noch ein bisschen bissfest sein. Alles zusammen kommt dann nochmal in die Backrohr. Apropos, muss ich noch vorheizen. Stellt ihr die Backrohr auf 150 Grad. Machen wir ein bisschen drauf. Und ganz zum Schluss geben wir noch die Erdbeeren dazu. Behalten wir die Rhabarber in die Augen und fangen an zu mixen. Das schaut schon gut aus. Hier ist der Rhabarber auch schon weich, nehmen ihn hier von der Erde und geben die Erdbeeren hinzu. Und vielleicht noch ein bisschen grob geschnitten. Das mit der Rhabarber geht wirklich 1, 2, 3. Mmh, ist das lecker. Habe ich vergessen, die Vanillezucker. Wenn ihr habt einen vernünftigen Vanillezucker, nehmt den. Ich habe heute nur ganz die billige. Rühren wir das noch schnell ein. Und stellen das für einen Moment kalt. In der Zwischenzeit schlagen wir das Eiweiß, eine Prise Salz dazu und schlagen es steif. Der Schnee ist fertig, wenn ihr ihn könnt auf den Kopf stellen und es kommt keine Flüssigkeit mehr heraus. Gennaro, du kannst dich hier mal aufwischen, ne? Habe ich geschüttet, habe ich alles Schmutz auf den Boden, ne? Scheiße. Sind ein paar Minuten vergangen, ist unsere Masse abgekühlt, dann nehmen wir unsere Eisne. Und hebe den Eischnee unter. Das wird eine schöne flauschige Masse. So, dann sucht ihr euch eine schöne Form oder eine Pfanne, gebt die Rhabarber und die Erdbeeren hinein und schüttet die Masse darüber. Mache ich heute eine kleine Überraschung für die Gennaro. Gebe ich ein paar Löffel davon hier hinein.
Dann kann er das morgen mitnehmen, ne? Dann hole ich für uns eine Pfanne, gebe die Masse hinein und schütte die Masse darüber. So. Und ab damit. Kann ich in der Zwischenzeit eine Pause machen? Kann ich vielleicht die Geschirr abwaschen? Habe ich eigentlich keine Lust. Aber ja, was soll's. Boah! Dai, oh! C'è ancora Eiweiß! Habe ich geschüttet vorhin, ist die ganze Kuchen mit Eiweiß. Oh. Eieiei, hostia. Ja, da muss ich wischen, das nutzt nichts. Ist es bei mir jetzt eine halbe Stunde circa in die Rohr? Jetzt hole ich es heraus und dann schauen wir uns an, wie das aussieht. Ja? Je nachdem, welches Gefäß ihr genommen habt, eine breite Pfanne oder eine schmale, dauert es weniger lang oder länger. Ja? Am besten macht ihr eine Stichprobe mit den Zahnstochern und wenn es trocken ist, seid ihr fertig. Musst ihr schauen, es wird nicht schnell braun, aber wenn es bekommt die ersten braunen Flecke, spätestens solltet ihr das herausnehmen. Ne? So eine vorsichtige. Oh, schaut. Dann holen wir uns jetzt deine Teller und richten das an. Ne? Ist das schön flauschig. Machen wir das vielleicht so. Dann nehmt ihr etwas von Stabzucker. So Leute, sieht das nicht lecker aus, hä? Habe ich vergessen zu behalten, ein paar von den Erdbeeren für die Dekoration. Wäre sicher auch noch sehr hübsch ein Minzblatt, aber dann ist das schon sehr gut. Wenn euch dieses Video gefallen hat, gebt mir einen Daumen nach oben oder zwei. Alle Informationen zu mir und zu dem Gericht findet ihr unten in der Infobox. Ich werde das jetzt zusammen mit meinen Mädels essen und ihr solltet abonnieren nicht vergessen. Und wir sehen uns nächste Woche wieder bei Lorenzos Kuchengeruchte. Ciao! Oh Gennaro, habe ich etwas Gutes für dich für morgen, ne? Aber jetzt hol erst einmal die Mädels, bekommen sie eine gute Nacht bis zum nächsten Mal.